Tja, hallihallo, hallöle. Ja, da zeige ich mich ja auch mal wieder auf dem Kanal Schizostreamer. Moin moin, ich hoffe, euch geht's gut. Ich will mich kurz halten. Ich werde mich jetzt die nächsten 5 Tage hier bei euch melden, immer ab 12 Uhr, mit einem kleinen Video. Das sind Videos, die ich früher mal gedreht habe. Und die habe ich auf dem PC wiedergefunden. Und ich dachte mir, was sollen sie auf meinem PC verstauben? Dann schenke ich sie der Öffentlichkeit und werde mich da wieder ein Stückchen mehr mit blamieren. Aber es ist okay, ja. Das Ganze heißt Speed Talk und dort habe ich die Moderatoren gespielt, Sonja Zietbauer und auch immer 3 Talkgäste. Ja, das Ganze ist ziemlich kurz gehalten und deswegen würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein in Speed Talk und dann sehen wir uns morgen wieder. Hallo und herzlich willkommen, meine Süßen. Ja, ich bin Sonja Zietbauer und das ist Speed Talk. Ja, wir haben wieder 3 fantastische Gäste. Ich stelle sie Ihnen einmal vor. Heute bei uns Walter Anders. Ja, mit knapp 70 Jahren ist er immer noch fit wie ein Turnschuh. Dann bei uns Susi, deren Nachnamen wir nicht verraten sollen. Und außerdem bei uns Andrea Roberta. Sie ist, wie sie ist. Ja, unser Thema heute Straßengewalt in Deutschland. Und da fangen wir direkt, wie es hier so bei uns üblich ist, mit Vollspeed an. Walter, was haben Sie für Erfahrungen mit Straßengewalt gemacht? Ja, mit meiner Straßengewalt ist das so eine Sache. Mhm. Ich als alter Herr werde leider oftmals von jungen Leuten, die in Gruppen auftreten, zu zweit oder zu dritt böse angemacht. Das ist nicht schön für einen alten Herren. Ich weiß mir da oftmals gar nicht zu wehren. Außer, und das habe ich mir neulich im Internet besorgt, Pfefferspray habe ich jetzt immer am Mann. Ja, ein Taser habe ich jetzt auch immer am Mann. Und ein Schlagstock. Nicht der Schlagstock, den Sie jetzt denken, Sonja. Ja, und da weiß ich mir durchaus dann schon zu helfen. Aber du kommst nicht gegen die Straßengewalt an, wenn du nicht selbst Gewalt anwendest. Das ist mein Motto dazu. Ja, das ist ja ganz schön krass, ne? Also muss man ja wirklich sagen, da bewärts, ja, da zittert es mir über den Rücken. Ja, und kommen wir doch direkt zu Susi. Ja, Susi, vielleicht mal die erste Frage, warum dürfen wir deinen Nachnamen hier nicht verraten? Ja, weil ja wohl mein Vorname reicht, ja. Und Susi reicht ja wohl. Was willst du jetzt hier mit meinem Nachnamen, weißt du? So, also das ist doch, ich meine, überleg doch mal, ja, streng mal dein Brain an, ja, Sonja, streng mal dein Brain an, ja, als wenn ich, ja, nicht in irgendeiner Form kriminell durchs Leben schreiten würde, ja, so, ja, check das mal, so, und wenn jetzt hier mein Nachname eingeblendet wird, ja, ja, was glaubst du wohl, wer mich hier dann gleich abholt vor der Tür, ja, ja, check das mal, ja. Ja, das ist uns egal. Ja. Dann guck mir nicht so an da. Susi, erzähl mal, was ist dir genau passiert zum Thema Straßengewalt? Was ist da genau passiert? Ja? So, jetzt will ich dir mal sagen, was da passiert ist. Ja? Ich, ja? Und 2 Kumpels von mir, ja? Wir haben eine Messerstecherei angezettelt, ja? Ich war die Anführerin, ja? Was glaubst du denn? Ich bin der Boss bei uns, ja? Ach. So. Und klar, wir leben auf der Straße und so, und da leben wir gerne, weil unsere Händler sind scheiße. Die sind so scheiße. Das kannst du dir nicht vorstellen, ja? Scheiße ist noch ein nettes Wort dafür, ja? Die sind
abgefuckt, mega scheiße, unsere Eltern. Und deswegen leben wir auf der Straße. Mhm. Ja, und da herrschen unsere eigenen Gesetze. So, wenn da jetzt irgendwie so ein Typ kommt, der meint, ich muss einen Eurojob machen, ich muss jetzt auch hier vorne mal ein bisschen Müll aufpicken, ja, dann pick ich den auf. Ja, und da haben meine Kumpels mich unterstützt. Mhm. Ja, so. Und das Ganze steht noch vor Gericht aus. Ja, der Termin war schon vor ein paar Tagen, aber bin ich nicht hingekommen. Ach, guck mal. Bin ich erschienen vor Gericht. Mhm. Und deswegen werdet ihr auch hier nicht meinen Nachnamen einblenden. Jo! Mhm. Mhm. Was ist das denn? Ja, das sind ja alles wirklich interessante Sachen, Susi. Vielen Dank, dass du uns diese Intimitäten anvertraut hast. Ja, thank you. So, kommen wir nun zu Andrea. Ja, Andrea, du hast mal Zivilcourage erwiesen und gezeigt. Erzähl mal, was war da genau los? Oh, ja. Meine Damen und Herren, das ist unser Zeichen, dass unsere heutige Sendezeit leider um ist. Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Seien Sie wieder dabei. Dann unser Thema obdachloses Volk. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Sonja. Lasst Chizo gerne wissen, wie ihr es fandet. Hat es euch gefallen? Dann lasst einen Daumen nach oben da. Als ob. Wenn ihr nicht genug von der Grütze bekommen könnt, dann folgt ihm auch auf Instagram. Dort hinterlässt er fast täglich sinnfreien Schrott aus seinem traurigen Leben. Man glaubt es kaum, doch der Möchtegern Meister der guten Unterhaltung besitzt sogar einen Discord-Server. Dort könnt ihr chatten, Minigames spielen, erhaltet immer die aktuellsten Updates rund um die Streams und vieles mehr. Also, es lohnt sich nicht, auf dem Server beizutreten. Es gibt auch einen Schizo-Shop, aber wer will schon zu überhöhten Preisen mindere Qualität erwerben? Eben, niemand. Wenn ihr wieder einmal nichts Besseres zu tun habt, dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Bis dahin, haut rein!